Aber du hast keinen Boxer bei dir, ne? Ah, ja, wenn ich verstehe. Mach keinen Bock. Du predigst nur, weil der Herr dir das befehlt zu tun. Manchmal, du kommst da, du hast eine Erwartung. Meine Frage an uns alle hier, hast du eine Erwartung? Hast du was in deinem Herz zu erwarten? Oh, Heiliger Geist, helf uns. Ich spüre ähnliche Unruhe in der Umgebung. Ich spüre die Traurigkeit in der Umgebung. Ich spüre, dass es gibt ein paar Sachen, die nicht stimmen ist. Aber lass der Herr deinem Herz leiten. Lass der Herr deine Gedanken übernehmen. Lass der Herr deine Gefühle durchbrechen. Was er kann in dir nicht tun, niemand kann es tun. Egal was für Last wir als Person haben, wir können nicht tun, was er nicht für uns tun kann. Halleluja. Wir werden sofort zur Todesliste anfangen. Wie auch immer, wir fangen an, erstmal vor Remscheid zu beten. Wir müssen nicht aufstehen. Du musst einfach sagen, Vater, dein Geist über Remscheid. 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 Wir beten vor Remscheid. Wir beten für Remscheid. Wir beten für alten Remscheid. Wir beten für Süd Remscheid. Wir beten für Lennep. Wir beten für Lüttenhausen. Wir beten, dass du die ganze Stadt in deine Hand nimmst. Wir beten für Familien, die getrennt sind. Wir beten für Familien, die immer am Scheitern sind. Wir beten für Männer, die Alkoholiker sind, drucksüchtig sind. Männer, die können ihr Gefühl nicht steuern. Wir rufen deinen Geist über dem alle. Wir beten auch gleichzeitig für Jesus Church. Wir beten für den intern Stärke. Wir bitten für die internen Stärke. Stärke uns intern. Stärke uns intern. Offen unsere Augen. Ich bitte für die ganze Leiterschaft. Ich bitte für die ganze Person, die vorher hier ist. Und wir bitten, dass du tust, was du tun kannst. Name Jesus Christus. Amen. Amen. Willkommen unter anderen Sternen. Okay, wir können erstmal anfangen. Wollte der Herr meine Lippen berühren und übernehmen. Unsere Jahreslosung, was ist wirklich das? Wir wissen das schon, dass jedes Jahr haben wir ein spezifisches Wort von Gott, die, wie können wir auch sagen, ist unser Jahresmotto oder unsere Jahresbegleitung. Und das ist auch, was Jahreslosung bedeutet. Und für dieses Jahr, das Jahr der Herrlichkeit Gottes über sein Volk. Hast du wirklich Helligkeit bekommen? Auf Italienisch, the year of God's glory, auf Englisch, sorry, the year of God's glory upon his people, and le anno della gloria di Dio su suo popolo. Wir haben schon in dem Thema schon angefangen. Ich werde das Thema mit Gottes Hilfe heute abschließen. Aus diesem Thema, die wir schon angefangen, eine tiefere geistliche Reise. Wir werden die heute abschließen. Aus diesem Thema haben wir Lehre bekommen, wie wir mit dem Heiligen Geist arbeiten. Und ich glaube auch, wir haben auch Einsicht bekommen, wie wir unser Leben mit dem Heiligen Geist einrichten. Und auch dadurch, wir haben das Thema zusammen gemacht, haben wir auch Erfahrung für uns selbst aufgebaut zusammen. Um zu wissen, was ist die Sache, die Gott von uns verlangt. Halleluja! Halleluja! Amen. Halleluja! Amen. Oh, wir sind noch im Bett. Ich höre noch Schleichen. Wach auf! Halleluja! Okay, wir werden uns auf Bibel öffnen, Hesekiel. Kapitel 47, Hesekiel, wir kennen schon das. Ich glaube, die ganze Kirche kann das einfach offentlich, ohne die Bibel zu lesen, zu gucken, einfach das lesen. Hesekiel 47. Habt ihr unsere Bibel da? Oh. Keine Bibel? Oh, oh. Das ist meins.
Ist nicht das Schönste, aber ich habe was. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, sehr schön. Wenn dir nicht, kann ich gucken, vielleicht ein paar Leute brauchen vorne. Ja, komm vorne. Hier, mal da. Ich glaube, okay, alles ist gut. Okay, lasst uns erstmal zusammen lesen. Das Buch Ezekiel, Kapitel 47, Vers 3 bis 5. Und da steht geschrieben, wir folgen den Wasserlauf in östliche Richtung, nachdem der Mann mit seinem Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß Knosche was Tiefe, das ist die erste Stufe. Und weiter, gehen wir weiter, Vers 4, wieder maß er 500 Meter aus und jetzt richte es mir schon bis was an die Knie, andere Stufe. Und nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte und im Wasser. Und das ist wieder andere Tiefe. Und 5, ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser zu einem tiefen was? Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurch schwimmen. Man konnte nur durch hindurch schwimmen. Man kann nicht mehr laufen. Man kann nicht mehr sprechen. Nur schwimmen. Man kann nicht mehr etwas anders tun. Nur schwimmen. Bist du am Schwimmen? Oder bist du am Laufen? Gottes Herrlichkeit ist real. Gottes Kraft ist real. Gottes Segen ist real. Aber unsere Frage an uns ist, bin ich bereit, diesen Segen anzunehmen? Es liegt nicht an meinem Gefühl. Es liegt einfach an meinem Glauben an den Herrn. Es liegt nicht, was ich möchte. Es liegt dadurch oder daran, was glaube ich, dass der Herr für mich aus meinem Leben wollen. Ich möchte heute mit uns wirklich sprechen. Erste Frage ist, konntest du herausfinden, wo du auf dieser Liste stehst? Oder wo befindest du hier? Bist du noch auf der Knöcheltiefe? Auf der Knietiefe, auf der Hüfte? Oder bist du schon in der Durst, den ich nicht mehr gehen könnte, gelandet? Habe ich schon letzte Woche Stück für Stück, auf Französisch sagt man ein peu, erklärt, Knöcheltiefe, Knie, Hüfte, alles schon gesagt. Deswegen ich möchte, dass wir nochmal den YouTube nochmal gucken, können wir da schlauer machen, weil diese Zusammenfassung, ich kann nicht mehr alles zurückholen. Wo bist du? Bist du auf der Knöcheltiefe? Bist du auf der Knie? Bist du auf der Hüfte? Bist du in der Ort, wo man sagen, durch den ich nicht mehr gehen könnte? Fast du bist neu mit dem Thema. Es geht erstmal um Wachstum. Jeder Eltern wünscht sich, dass ihr Kinder wächst. Das heißt, ich bin glücklich, ein Kind zu haben, aber ich bin mehr glücklicher, wenn mein Kind wächst. Das heißt, ich bin glücklich, wenn mein Kind bleibt nicht derselbe. Weil ich kann nicht mein ganzes Leben lang Babysitten machen. Babysitten hat seine Zeit. Und Babysitten Leben lang kann ich nicht machen. Und Gott erwartet von uns ein Leben voll von Verantwortung. Und keiner kann uns Verantwortung geben, wenn wir noch Babysitter sind. Deswegen, ich möchte, dass wir anfangen zu sehen, in derselben Augenblick, wie Gott alle Situationen sieht. Deswegen, heute, ich habe was mitgebracht. Erstmal, das Herzstück deines geistlichen Wachstums ist die Frage, wie effektiv dein Gebetsleben ist, wie sehr du darüber nachdenkst und wer Gott für dich ist. Um wirklich dein Wachstum wirklich zu verstehen, du musst verstehen, wie ist mein Gebetsleben und wie ist meine Beziehung mit Gott.
bitte nicht, bitte. Bitte nicht, bitte, wenn du Gott nicht kennst. Das ist Zeitverschwendung. Kennst du erstmal Gott, dann bittest du. Ich kann nicht eine Frau heiraten, die ich nicht kenne. Ich kann nicht einen Mann heiraten, den ich nicht kenne. Was heißt das für mich? Das heißt, kennenlernen kommt zuerst, dann heiraten kommt danach. Gebet ist wie Hochzeit. Du musst nicht das machen. Du kannst nicht rausgehen. Bis zum Tod. Deswegen, wir müssen erstmal diese beiden gucken, Gebet und nachdenken, wie Gott für mich ist. Deswegen hat der Apostel Paulus auch gesagt in Roman Kapitel 8, Vers 28, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott ist für mich, ich bin stark. Aber wenn ich das nicht weiß, es ist hilflos. Der Herr möchte, dass wir unser Gebet leben und unser Nachdenken, wer er ist, kontrollieren. Wie ist euer Gebetsleben? Wie ist euer Glauben, Nachdenken, wer Gott ist für euch? Wir gehen weiter. Dieser Punkt muss wirklich verstehen. Unser geistlicher Wachstum wird nicht nur durch persönliche Begegnung mit Gott gefordert. Oh, ich bin Kirche, ich mag das vor Gott. Es ist schon gut. Sondern auch durch unsere Beziehung zum anderen. Unsere Beziehung zu unseren Nächsten ist auch wichtig. Wie ich die Person neben mir respektiere, sei es, ob ich Gott wirklich respektiere. Ich kann Gott nicht sehen. Ich kann mich sehen, ja, mein Fleisch. Ich kann die Person neben mir sehen. Wie respektiere ich mich selbst und den Menschen neben mir? Ich kann sagen, oh Gott, ich liebe dich, oh Gott, ich will dich. Du kannst das sagen, weil du ihn nicht gesehen hast. Es ist einfach zu sagen, statt zu tun. Manchmal, Menschen ist neben uns, wir haben keine Liebe zu dem, keinen Respekt zu dem, keine Wertschätzung zu dem. Wir verhandeln dem, wie wir möchten, aber am Ende wir sagen, Gott, ich liebe dich. Nein, du liebst Gott nicht. Du kannst Gott nicht lieben, die du nie siehst, und du hast den Bruder, den du sehen kannst. Wie kannst du Menschen lieben, die du nicht siehst, die du nicht kennst? Ich kann sagen zu jemandem, ich liebe dich, wenn ich diese Person sehr gut kenne. Gott zu kennen allein reicht nicht für unser Wachstum. Aber die Person um uns herum ist auch sehr wichtig, mit dem klar zu kommen. Jeder Christ braucht eine, was wir sagen, das Zeugnisse. Wenn das Zeugnis schlecht ist vor den Menschen, und der Person das Zeugnis ist schlecht vor Gott. Wenn das Zeugnis vor den Menschen um dir herum stinkt, oh, denn das Zeugnis stinkt auch vor Gott. Sag nicht, ist persönlich, weißt du, ist persönlich. Ich weiß, ist persönlich, aber ist auch allgemein. Ist auch gemeinsam. Deswegen das Wort kommt Gemeinde. Ich kann nicht unterschätzen die Gemeinde und glauben, meine persönliche Entwicklung mit Gott ist stark. Ich kann nicht meine Bruder und Schwester um mich herum nicht verstehen. Ich glaube, ich kann Gott verstehen. Du lügst. Du lügst. Gott zu verstehen, fang erstmal mit den Nächsten. Wie komme ich klar mit dieser Frau? Wie komme ich klar mit diesem Mann? Wie komme ich klar mit diesem Mann? Wenn ich kann nicht mit euch klarkommen, wie kann ich mit Gott klarkommen? Gott ist keine Person, es ist ein Geist. Aber wenn ich eine physische Person bin und ich kann nicht mit physischer Person klarkommen, wie kann ich mit einem Geist klarkommen? Mein Gott, wieso muss uns das selber nachfragen? Da kommt wieder Gebet und Nachdenken. Weil um nachzudenken, können wir wirklich denken. Ich wiederhole, um nachzudenken, können wir wirklich denken. Wenn ich kann nicht nachdenken, ich kann nicht wirklich gut denken. Meine Gedanken ist abhängig von was ich weiß. Meine Gedanken ist limitiert, hat eine Mauer, hat eine Bremse, mit was ich selber kenne.
Und wenn ich sage, ich möchte weiterkommen, ich muss meine Gedanken ändern. Ich kann nicht derselben jeden Tag machen und erwarte ein anderes Ergebnis. Es geht nicht so. Es geht gar nicht so. Gucken wir weiter. Lass uns das Bibel zusammenlesen. Lukas Kapitel 2, Vers 52. Lukas Kapitel 2, Vers 52. Das Buch Lukas. Lukas. Kapitel 2, Vers 52. Werde gucken. Und Jesus nahm zu. Wachstum. Und Jesus nahm was zu. An was? Weisheit. Die erste Zeichen, dass du am Wachsen bist, ist wie ist eine Weisheit. Die erste Schritt, die erste Zeichen, dass du am Wachsen bist, ist zu sehen, wie ist deine Weisheit. Ist dein Leben nur um dich und dich allein? Es geht um mich. Mich, 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 mich. Mein neuer Name ist Michi. Es geht um mich, 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 mich. Mein Name ist jetzt Michi. Das ist nicht von Gott. Guck mal. Und Jesus nahm zu. Das heißt Wachstum. Das heißt, er hat Niveau geändert. Er war am Anfang auf die Knöcheltiefe. Wie jeder andere. Neugeboren. Danach auf die Knie gegangen. Wie jeder andere. Du musst wie ein Teenie sein. Danach auf der Hüfte gegangen, du wirst eine große Kind sein, eine große Person sein. Er nahm zu. Und er hat gesagt, erstes Schritt war an Weisheit. Wie ist eine Weisheit? Wie reagierst du, wenn etwas nicht funktioniert, wie du möchtest? Wie reagierst du, wenn die Menschen gegen dich und du weißt, du bist gut zu diesen Menschen? Da braucht man Weisheit. Wie funktionierst du, wenn alles, was du zusammenpackt, hat nicht zusammengehalten, wie du vorgestellt hast? Du versuchst, dein Best zu geben, aber dein Best ist nicht gut genug. Du versuchst, den Menschen zu lieben, aber trotzdem, die Liebe reicht nicht. Dann fangst du an zu fragen, was muss ich tun? Und was hat er gesagt? Um Jesus nahm zu. Am ersten Schritt Weisheit. Wir müssen mehr Weisheit haben. Und Alter. Er hat nicht in dem gleichen Alter geblieben. Er hat Erfahrung gebaut. Er hat Erfahrung gemacht. Und er hat weiter gesagt, und Gnade. Oh mein Gott. Bei Gott und den Menschen. Hast du gesehen? Den Menschen. Manche sagen, oh, es geht nur um Gott. Nein, den Menschen sind auch wichtig. Sie sagen, nein, Pastor, was du sagst, ist Klassiker, ist abhängig. Aber den Menschen sind sehr wichtiger als dein Glauben. Was du glaubst, ist gut. Aber den Menschen ist wichtiger. Deswegen hat die Bibel gesagt, erstmal, ich bin nicht hier zu sagen, du brauchst keine Begegnung mit Gott, aber du brauchst auch Begegnung mit den Menschen. Zu verstehen, zu vergeben, zu lieben, viel mit dem zu machen, so zeigt dein Wachstum. Wenn du nicht klar mit einer Person, wie kannst du diese Person leiten? Wenn ich nicht klar mit mehreren Menschen hier, ich kann euch nicht leiten. Weißt du warum? Wir werden immer Krieg haben. Wir werden immer kämpfen. Weißt du, ich verstehe diese Kerl nicht. Er mag nur Blödsinn, er mag nur Blödsinn, er mag nur Blödsinn. Weißt du, was fehlt? Nichts Verständnis. Und ich möchte, dass wir wachsen. Ich möchte, dass wir wachsen, wachsen, wachsen. Sag deinem Nachbar, ich will, dass du wächst, ich will, dass du wächst. Sag, was du machst, du machst, du machst. Sag deinem Freund, deinem Bruder, ich will, dass du wächst. Ich will das für dich.
Ich will, dass du wächst. Du musst wachsen. Du musst wachsen. Bleib nicht derselben. Bleib nicht derselben. Du musst wachsen. Du musst wachsen. Bleib nicht ein Kind. Bleib nicht ein Baby. Ich will nicht immer Babysitting machen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht bleiben ein Babysitting-Pastor. Nein, ich will Menschen haben, der wachsen ist, die kann Knochen essen. Nicht immer Milch trinken. Knochen brauchst du scharfe Zähne. Um Zähne zu bekommen, brauchst du Zeit. Und diese Zeit kannst du investieren in Gottes Wort. Um das zu bekommen. Wenn du nicht am Wachsen bist, es tut mir weh. Wenn du gebremst bist, ich frage an Gott und frage Gott, wer bist du? Und Gott sagt mir, ich bin immer da. Ich möchte, dass wir verstehen, der Heilige Geist möchte, dass wir Liebe nicht vergessen, Zusammenarbeit nicht vergessen, das Ökumene-Dienst nicht vergessen. Das ist, was Gott möchte, zusammenhalten. Wir können zusammen groß sein. Ich glaube, es ist eine Musik sogar in unserer Welt, zusammen groß. Jemand hat das schon gesungen, ich habe schon was gehört einmal. Zusammen groß, sogar in der Welt, die sehe das. Warum nicht in der Kirche? Zusammen groß. Nicht allein Person, zusammen groß sein. Weißt du, wenn dein Freund ist am Wachsen, es gibt kein Neid. Es gibt kein Eifersucht. Es gibt kein, er ist besser als mich, ich ist besser als er. Nein, es gibt sowas nicht. Es gibt einfach, wir sind Bruder und Schwester im Glauben. Das ist, was Gott möchte. Wir gehen weiter. Gemeinsam werden wir eine integrativere, erfüllsamere und geistlich erfüllte Kirche aufbauen, die die grenzenlose Liebe unseres Schöpfers widerspiegelt, wenn wir zusammen wächst. Oder wachsen. Wenn wir zusammen wachsen, wenn wir zusammen etwas stark bauen, vor Gott, vor unserer Familie, vor unserer Gesellschaft, vor unserem Land, Deutschland. Wenn wir etwas effektiv machen, kein Krieg mehr. Krieg wird verschwunden. Krieg wird nur Vergangenheit. Krieg kommt einfach durch Misskommunikation. Missinformation. Das kommt Krieg. Genauso ist auch in Kirche. Manchmal wir haben intern Krieg. Und manchmal intern Krieg ist stärker als extern Krieg. Die Krieg, die wir intern haben, manchmal ist stärker als die Krieg, die wir vor den Menschen bekommen. Ein perfektes Beispiel ist wer? David. David hat nie Krieg verloren. Wer kennt das? Er hat immer gewonnen, aber nur sein Sohn hat ihn fast umgebracht. Absalom, Rebellion. Er geht draußen, er erobert die ganze Welt. Er schlägt die Philister, er schlägt die Amalekiter, alle die Kids, Katatata, Leute. Hat alle umgebracht. Aber sein Sohn, kleines Kind, er war am Rennen. Er hat Palast gelassen. Sein Sohn. Warum? Weil die interne Krise ist stärker als die externe Krise. Was intern ist, macht dich schnell kaputt. Deswegen, wenn Menschen, die bekommen etwas wie Krebs, die machen so viel Sorgen, weil es kommt von intern. Du siehst die nicht. Die macht dich kaputt. Intern! Wie geht es dir intern? Wenn du intern nicht wirklich untersucht, die kann dich umbringen. Wachstum ist wichtig. Wachstum ist wichtig. Der Herr möchte das, was wir machen. Ich will langsam fertig heute. Ständiges geistliches Wachstum. Wie schaffe ich das? Ständiges geistliches Wachstum. Wie schaffe ich das? Wie bekomme ich das? Der erste Schritt, eine geistliche Wachstum ständig zu bekommen, ist annehmen. Was heißt das? Du musst glauben, du brauchst das ständig. Ich brauche das ständig. Ich will nicht nur bleiben, Pastor Leo, ich bin da. Nein, ich will mich ändern. Jeden Tag.
Ich bleib nicht gestern. Gott hat 2 Millionen Menschen geheilt. Yes, ich bin angekommen. Was ist null? Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr. Weil je mehr ich liebe, desto erwartet viel von Gott von mir. Je mehr ich liebe, desto erwartet Gott viel von mir. Er lässt mich nicht am Leben nur zu gucken. Er hat mich nicht da gelassen, nur als Dekoration oder Deko. Er hat mich da gelassen, etwas zu tun. Menschen zu helfen, Leben zu ändern, Zukunft zu geben. Das ist, was er da für mich gegeben hat. Und der Pastor hat mich damals, als ich sehr jung war, sein Pastor, hat mir was gesagt. Wenn ein Idiot am Reden, hörst du? Ja, hörst du? Weil da kannst du auch lernen. Hörst du? Sag nicht, ach, was sag ich da? Ach. Annehmen. Glaub, dass ich brauche Wachstum. Der zweite Schritt. Du musst keine Angst haben, die Überzeugungen zu hinterfragen und neu zu bewerten. Wer bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Was mag ich jetzt? Was verlangt Gott von mir? Diese Frage muss immer ständig da sein. Du musst immer Gott fragen, was muss ich jetzt machen? Gott gibt uns täglich neue Aufgaben. Deswegen in das Buch Johannes Kapitel 6, Jesus hat den Jungen gesagt, wie man beten, gib uns täglich Brot. Täglich, was heißt das? Gib uns täglich Instruktion, Anweisung. Täglich. Nicht nur hat mich seit 5 Jahren gegeben, das reicht mir. Yes, ab jetzt. Das ist, nein, nein. Gott kann nicht ändern, aber er kann Saison ändern. Saison. Deswegen wir haben Winter, Frühling, Herbst, Saison. Jede Saison brauchen wir ein Wort von Gott. Du kannst nicht Jack anziehen im Sommer. Nein. Das geht nicht. Oder du fliegst nach Italien oder Sizilien, St. Elisabetta und du ziehst einfach an eine dicke Jacke im Sommer. Du wirst verbrannt. Warum? Weil das ist nicht, was du brauchst in dieser Saison. Wenn du weißt das mit deiner Kleidung, warum kannst du das nicht sehen in deinem Geist? Gott will, dass wir wachsen. Gott will das. Gott wünscht das, dass wir alle zusammen wir wachsen, Wachstum erleben. Wenn du nicht mehr wächst, du bist zurückgeblieben. Und das ist nicht von Gott. Und der Letzte, bitte nimm das mit. Erkenne an, dass sich dein Verständnis von Gott ändern kann und wird. Es wird immer Veränderung kommen. Manchmal nicht, was ich weiß, 2 Jahre, oder wissen, 2 Jahre weiß ich jetzt. Nein, ich habe Updates gemacht. Ich habe aktualisiert. Guck mal, dein Handy. Hast du noch mal die Handy vor 5 Jahren da in deiner Tasche? Nein! Du hast sogar Updates gemacht. Und manche Menschen hat noch. Lass du was wachsen. Für mich hat Handy geändert. Warum? Weil es passt nicht mehr. Manche Menschen, manchmal, die sind so lang, die Kleidung ist wie gerutscht. Was machst du? Du tauschst deine Kleidung aus. Das ist physische Ebene. Aber in geistlicher Ebene, du tust nicht. Du machst gar nichts, du sagst, alles ist allgemein. Gott ist immer der gleiche. Ich weiß, aber er wirkt nicht immer der gleiche. Er ist Gott von heute, morgen, übermorgen, für immer. Aber er wirkt nicht der gleiche. Weil er verlangt von uns viel. Ich möchte, dass wir unser Herzen bereit sein. Lass uns das Buch 2. Petrus 3 18 lesen. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18. Ist ihr langsam fertig? Wir können langsam aufstehen, wenn ihr möchtet. Entschuldigung, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18.
Ich liebe dieses deutsche Wort. Habe ich das genommen von Luther Bibel 2017. Die hat so gesagt, wachset. Guck mal, schöne Deutsch. Wachset. Nicht wächst oder wachsen. Wachset. Wachset. Aber in der Gnade und Erkenntnisse unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre, jetzt und vor Ewigkeit. Amen. 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 Was hat er gesagt? Wächst in Gnade. Wächst in Gnade. Das zweite, wächst in Erkenntnisse unserer Herr, Jesus Christus. Das heißt, komplett Wachstum. Verlange Herr von uns. Wie bereit bist du? Wie bereit bist du, dieses Wachstum zu erleben, dein Leben? Wie bereit, wie offen du bist, zu sagen, Vater, ab jetzt, ich werde nicht von mir selbst leben, sondern ich werde von deiner Leitung leben. Wachset, aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihm sei Ehre, jetzt und für ewig sein. Vater, wir wünschen diese Leitung. Oh, ich sehe Licht bei uns jetzt. Und Licht bedeutet Idee im Geist. Der Herr gibt uns neues Licht in unser Lauf mit ihm. Der Herr gibt uns mehr Kraft, eine Herzenveränderung. Danke, Vater, für die Menschen allein. Und die Menschen, die nachschauen können. Lass dem allen Wachstum erleben in ihr Glauben im Namen Jesus Christus. Amen. Wir kommen unter dem Schirm des Christus.